Hallo, heute möchte ich euch zeigen, was ein Suchalgorithmus ist, beziehungsweise was ich ein Sortieralgorithmus. Sortieren muss man immer wieder. Man hat irgendwelche Werte in einem Computer gespeichert und man möchte sie sortiert haben. Und die Frage ist, wie geht das am schnellsten? Wir haben hier eine zufällige Anordnung von Zahlen. Und einfach als halber gibt es keine Zahl doppelt. Nun müssen wir noch definieren, welche Operationen erlaubt sind. Also was darf man? Was kann ein Computer und was kann er nicht? Kann er einfach so draufschauen und sehen, ah ja, 12 ist am größten. Das sortieren wir jetzt rechts. Ah, minus 3 ist die einzige negative, die machen wir jetzt links und so. Nee, das kann er nicht. Ein Computer kann nicht alles gleichzeitig anschauen. Er kann nur zwei Zahlen miteinander vergleichen. Also, der Computer kann zwei Zahlen vergleichen, also zum Beispiel die zwei, und kann entscheiden, wer ist größer. Er sieht jetzt, vier ist größer. Er kann aber auch so vergleichen, sie müssen nicht nebeneinander sein. Man sieht jetzt, ah, acht ist größer als minus drei. Und die Frage ist, wie schafft man es mit möglichst wenigen solchen Vergleichen, die Liste zu sortieren? Und ein naiver Ansatz wäre, immer die Liste durchzugehen und das Kleinste zu suchen. Also beim ersten Durchgang geht man von links nach rechts und vergleicht jetzt 3 mit 4 und behält das Kleinere. Also 3. Und dann vergleicht man 3 mit 1 und behält das Kleinere. Und dann 3, 1 mit minus 3 und behält das Kleinere. Und dann minus 3 mit 12 und behält das Kleinere. Dann minus 3 und 5 und behält das Kleinere. Minus 3 und 8 und behält das Kleinere. Minus 3 und 10 behält das Kleinere. Jetzt haben wir die kleinste Zahl in unserer Liste. Jetzt können wir die minus 3 löschen. Und dasselbe nochmal machen. Wir können wieder im zweiten Durchgang können wir 3 mit 4 vergleichen, dann 3 mit 1 vergleichen und dann 1 mit 12, 1 mit 5, 1 mit 8 und 1 mit 10 und 10, ach, 1 ist das zweitkleinste. Jetzt im dritten Schritt geht es so weiter, können wir die 3 ist ja jetzt nicht mehr dabei und jetzt können wir mit der 4 beginnen. Doch, die 3 ist dabei. Die 1 sind nicht mehr dabei. Und jetzt können wir wieder mit der 3 beginnen. Die 3 mit der 4 vergleichen, mit der 12, mit der 5, mit der 8, mit der 10 und 10, sie ist die kleinste. Also tragen wir es ein. Und im vierten Schritt beginnen wir mit der 4. Und vergleichen es mit der 12, mit der 5, mit der 8, mit der 10. Und sehen, es ist das kleinste. Dann beginnen wir mit der 12. Und vergleichen es mit der 5, mit der 8, mit der 10. Die 5 ist aber kleiner. Und tragen die 5 ein. Danach beginnen wir wieder mit der 12. Vergleichen es mit der 8. Sehen, die 8 ist kleiner, tragen die 8 ein. Im siebten Schritt beginnen wir wieder mit der 12, sehen, 10 ist kleiner und tragen die 10 ein. Und im achten und letzten Schritt beginnen wir mit der 12, es ist die einzige, also ist 12. Die Antwort. Jetzt haben wir mit diesem Algorithmus haben wir
eine sortierte Liste bekommen. Diese ist aber nicht wirklich effizient, also dieser Sortieralgorithmus. Wir haben jetzt mehrere Male sind wir über das Ganze, über die ganze Liste gegangen und haben immer wieder das Kleinste gesucht und dann eingefügt und wieder das Kleinste gesucht und eingefügt. Es ist aber das Einfachste und Naivste. Morgen oder ein anderes Mal werde ich einen anderen Suchalgorithmus, Sortieralgorithmus vorstellen, der das in kürzerer Zeit schafft. Aber hier als Konzept, denke ich, sollte es klar sein, wie er funktioniert, dass er funktioniert, dass er immer das richtige Resultat gibt. Und dass er zu langsam ist. Ich hoffe, das ist auch klar. Wir gehen achtmal diese Elemente durch. Es werden jedes Mal eines weniger, aber es sind in der Größenordnung geht man ja circa 8x8 Vergleiche hat man, Größenordnung. Also stimmt nicht ganz, also es ist eher 8x4, aber sehr oft müssen wir darüber gehen. Wir gehen über die ganze Liste und wieder über die ganze, aber ein bisschen kürzere Liste und dann wieder über die ganze, noch ein bisschen kürzere Liste. Gehen wir immer drüber und drüber und drüber und haben und gewinnen jedes Mal nur ein einziges Element für unsere sortierte Liste. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und interessiert es. Ich würde mich freuen, weitere Videos zu diesem Thema zu machen.